Leitungen habe ich nachzutragen. O'Brien mit dem Band 8,6 und Crivellari mit dem Seil 9,05. So, nun die junge Belgierin Laurence Tichon. Danach kommen dann einige der Favoritinnen. Aber schauen wir uns erst die Übung von Laurence Tichon mit dem Ball an. Da trägt sie den Ball zu lange. Das wird ihr bestimmt nicht zum Positiven ausgelegt. Lange Beine haben sie, die jungen Gymnastinnen. Viele von ihnen. Ja. Und meistens kaum 40 Kilo oder um die 40 Kilo ja. herum. Früher war das auch nicht so ausgeprägt. Ja, vor 10 Jahren waren da schon mehr die weiblichen Figuren noch auf der Fläche, aber... Und insgesamt waren sie auch älter, die ja. Gymnastin. Da war man also mit 20 nicht die absolute Turnoma, sondern da konnte man also auch in dem Alter noch Weltmeisterin ja. werden. Heute tritt man normalerweise mit 19, wenn man seine internationalen Erfolge gehabt hat, wenn man überhaupt welche gehabt hat, tritt man zurück, denn der Nachwuchs drängt nach vorne und dann kommen sie schon mit 15 oder so zu ihren ersten internationalen Einsätzen.